Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir möchten euch heute wieder Playmobil vorstellen und zwar kein aktuelles Playmobil, sondern ein etwas älteres Stück. Und zwar hier diese Klinik. Die Klinik ist erschienen im Jahr 2006 und hat die Nummer 4404. Die möchten wir zusammen heute mit euch aufbauen. Ein schönes altes Stück. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Viel Spaß dabei! Jetzt seht ihr die Klinik komplett eingerichtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch interessiert und ihr möchtet gerne weitere ältere Playmobil-Artikel vorgestellt haben, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ihr seht im Hintergrund die alte Klinik von Playmobil. Die hatte ich bereits einmal vorgestellt, habe die zusammen mit euch aufgebaut und auch eingerichtet. Ich würde mich gerne nochmal mit dem Krankenhaus beschäftigen. Und zwar, weil es für mich eins der schönsten Krankenhäuser ist, würde ich gerne mit euch zusammen einmal das Krankenhaus erweitern. Das ist das Erweiterungspack, kommt noch eine Etage oben drauf. Und in dem nächsten Video fehlt dann natürlich auch die Einrichtung der neuen Etage. Oder darf dann nicht fehlen. Da haben wir einmal ein Kinderkrankenzimmer, einen Röntgenraum und den Zahnarzt. Der wird auch mit in die Klinik kommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erweitern die Klinik. Hier seht ihr das Krankenhaus noch einmal von vorne in groß. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. So, meine Lieben, hier im Hintergrund seht ihr jetzt das Krankenhaus, das fertige Krankenhaus mit der Etage. Ich habe auch die alten Gegenstände wieder eingerichtet. Zwar nicht so, wie sie waren natürlich, sondern ich habe mir Folgendes vorgenommen. In der ersten Etage ist hier unten der Empfangsbereich. In der Mitte ist der OP
Und hier rechts wird der Röntgenraum reinkommen. Die mittlere Etage sind die Zimmer. Und zwar ist da ein Besuchszimmer. Hier ist das Schwesternzimmer. Und hier rechts kommt der Zahnarzt rein. Und ganz oben ist die Kinderabteilung. Und zwar hier in der Mitte ist ein Zimmer. Da ist der Clown schon. Hier können die Kinder spielen. Das Zimmer ist hier. Auf der rechten Seite ist das Neugeborenenzimmer. Und jetzt ist hier links noch eine Menge Platz. Ich stelle die Tüte jetzt nicht da rein, aber da links kommt dann das extra Kinderkrankenzimmer noch rein. Ich finde es super gut, es ist ein Riesengebäude geworden. Finde ich richtig schön. Ihr könnt schon sehen, dass ich es mit euch zusammen aufgebaut habe und eingerichtet habe. Werden wir zusammen nur die fehlenden Zimmer, die ihr hier noch seht, hier ist noch eins, ein drittes, einrichten, aufbauen und einrichten, sodass das Krankenhaus komplett fertig sein wird. Ich möchte auch gar nicht viele Worte verlieren, fangen wir einfach an. Viel Spaß dabei. Dann habe ich euch erklärt, dass in der unteren Etage der Empfang sein wird, der OP-Bereich und hier im dritten Abteil, dort in dem Freien, werde ich mit euch zusammen den Röntgenraum aufbauen. Der Röntgenraum hat die Nummer 6659. Und liegt, glaube ich, ungefähr bei 12 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei 12 Euro liegt der. Und den bauen wir jetzt erstmal zusammen auf. Da habt ihr den fertigen Röntgenraum schon mal. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir eine Etage höher. Da wird der Zahnarzt aufgebaut. So, eine Etage. Seht ihr den Zahnarzt eine Etage höher? Der Zahnarzt hat die Nummer 6662. Den baue ich jetzt auf und dann richte ich auch diesen zusammen mit euch ein. Da haben wir den Zahnarztstuhl. Da kommt der Junge drauf. Der hat auch einen Latz an. Hier sind noch mehr so Tücher. Die lege ich einfach mal hier aufs Regal. Noch einen kleinen, noch einen groß. Da können sich auch Erwachsene reinsetzen. Der Zahnarztstuhl. Der Zahnarzt selber, das ist der eingerichtete Zahnarzt. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen und richten das letzte Kinderkrankenzimmer ein. Da gibt es keinen Karton von, deshalb kann ich euch diesen nicht zeigen. Aber ich habe es schon aufgebaut und da ist einmal ein Waschbecken mit Toilette. Da habe ich mir überlegt, stelle ich einfach hier hin. Das Bett kommt so in die Ecke. Dann gibt es noch eine Ablagemöglichkeit, die stelle ich dorthin. Ein Stuhl für Besucher, für die Toilette noch einen Kinderaufsatz. Dann haben wir noch jede Menge Spielzeug und einen Teller, eine Puppe, die stelle ich hier auf das Regal, einen Teddy und auch auf das Regal und zwei Bücher haben wir noch. Auch die Bücher kommen hier hin und jetzt sehe ich gerade, da ist es fertig, aber ich sehe gerade, ich zeige euch mal was. Auf der rechten Seite ist das andere Kinderzimmer und das ist ziemlich leer. Auf der linken Seite ist jetzt ziemlich voll. Deshalb werde ich einfach dieses Regal mit hier reinpacken. So, Tasse noch da drauf und den Löffel auch noch da drauf. So, so ist glaube ich schöner. Dann hat man auf der rechten Seite Spielzeug und das Bett, die Toilette. Hier können beide zusammen spielen. Und hier ist das andere Zimmer mit Bett und Ablagebereich. Ja, das ist es. Fertig eingerichtet. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal in Großaufnahme, dass ihr das ganze Krankenhaus nochmal sehen könnt. So, jetzt seht ihr das ganze Krankenhaus nochmal in Groß. Ich erkläre euch das Ganze nochmal. Hier ist natürlich der Aufzug. Hier ist der Empfangsbereich. Der OP. Der Röntgenraum. Erste Etage seht ihr hier den Zahnarzt. Das Schwesternzimmer. Und das normale Zimmer. Und eine Etage höher hier seht ihr das Neugeborenenzimmer und die zwei Kinderkrankenzimmer. So, ich hoffe, euch gefällt das Krankenhaus genauso gut wie mir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, was ihr vielleicht anders einrichten würdet und so weiter und so fort. Das würde mich freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, weil wir haben noch viele, viele tolle weitere Videos.
Ihr könnt euch gerne mal in den Playlisten umsehen. Da werdet ihr sicherlich noch das ein oder andere Video finden, was euch gefällt. Das war's von meiner Seite her. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.